Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen Quick and Easy Get Ready With Me Summer After Work Look. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, denn heute ist es so, ich komme jetzt gerade von der Arbeit, es ist Freitag und heute Abend feiert mein Papa seinen Geburtstag und da möchte ich mich einfach ein bisschen für frisch machen, ein kleines bisschen stylen und da fange ich erstmal an, euch zu sagen, was ich überhaupt drauf gemacht habe heute Morgen. Und zwar nur diese zwei hübschen Teile. Das ist einmal so ein Avon Glimmer Stick. Das ist einfach nur so ein Eyeliner-Pencil in Grau, in ganz dunkelbraun. Grau, den habe ich mir einfach oben über mein Augenlid gegeben. Und die Paradise Ecstatic Mascara von L'Oreal, genau. Ja, und jetzt bin ich zu Hause. Also ich habe auch keine Base oder sowas drauf, weil auf Arbeit bin ich immer ziemlich ungeschminkt unterwegs. Dann nehme ich mir erstmal einen feuchten Waschi und erfrische einfach mal kurz mein Gesicht. Und ich finde es vor allem auch ganz angenehm, also ich habe eben auch Hände gewaschen, ne? Aber ich habe immer noch kein Waschbecken hier. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man halt nach Hause kommt und sich einmal so durchs Gesicht wäscht, einfach mal so ein bisschen Erfrischung hat und ja, den Mock des Tages runterwäscht. Und das geht mit dem feuchten Waschi ganz gut. Das bereitet dann auch gut aufs Make-up vor oder auf was auch immer man gerade drauf machen will. Im Sommer trage ich tatsächlich auch deutlich weniger Make-up, als ich das jetzt im Winter oder so machen würde oder im Frühling, weil ich einfach schwitze. Und dementsprechend, ja, möchte ich da nicht so viel in meinem Gesicht haben. Genau, dann trockne ich mit einem sauberen Handtuch mein Gesicht einmal kurz ab. Im Prinzip bei den Temperaturen ist es so, dass es auch direkt an der Luft trocknet, aber ne? Egal. So, das Handtuch lege ich hier auch direkt neben mich, damit ich gleich meinen Pinsel darin immer ein bisschen sauber machen kann oder eben meine Finger, weil ich jetzt zuallererst mal meine Ringe abnehmen muss, denn ich werde gleich starten mit der Base. Da nehme ich aktuell einfach so diesen Catrice One Minute Face Perfector von Catrice, ja. Sagte ich bereits, ne? Das ist so eine mousseartige Konsistenz und da ich da mit dem Finger nicht so gut reinkomme, nehme ich mir so einen Spatel und nehme mir einfach ein bisschen was davon raus und gebe mir das direkt so auf die Wange. Und erstmal ein bisschen und verteile das einfach mit meinen Fingern, denn ich finde, dass man dieses Produkt am besten mit den Fingern in die Haut einarbeiten kann und nicht so gut mit Pinsel oder Schwämmchen. Weil das einfach von der Konsistenz her am einfachsten funktioniert und es so am besten mit der Haut verschmilzt und man so die Übergänge auch so dezent wie möglich gestalten kann. Und wenn ich dieses Produkt verwende, brauche ich auch keinen Concealer. Also wenn ich jetzt so ein leichtes Afterwork-Make-up mache und jetzt nicht so ein Fullface mit drauf machen möchte. Hier drunter benutze ich auch bewusst keinen Primer, muss ich gestehen, weil du hast da irgendwie auch ein Primer mit drin, glaube ich. Jedenfalls fühlt sich das auf der Haut so an. Und immer wenn ich einen Primer drunter gegeben habe, hat das irgendwie gekrümmelt. Das hat nicht so gut bei mir funktioniert. Auch wenn ich den Primer länger einwirken lassen habe, das hat irgendwie nicht so harmoniert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann versuche ich es einfach mal ohne, dass ich einfach den One Minute Face Perfector nackig auf die Haut drauf gebe. Und das hat tatsächlich immer am besten funktioniert und am längsten gehalten und am wenigsten gekrümmelt. Ja. Ich arbeite das auch immer so ein bisschen in meinen Haaransatz ein, weil mein Haaransatz einfach sehr weiß ist, ne? Und das soll ja alles irgendwie doch sehr ähnlich sein. Ich versuche es, ne? Ich bin kein Frisurenmensch, aber ich versuche mir gleich noch einen Pferdeschwanz zu machen. Ihr seht mich selten mit einem Pferdeschwanz, weil es manchmal nicht so wirklich bei mir funktioniert. Dann habe ich hier so einen Hubbel oder hier hinten so einen Hubbel und alles sieht komisch aus. Sehen meine Haare jetzt aktuell sowieso, weil sie einfach hubbelig sind. Ja. Halt arbeiten. Da bewege ich mich halt, ne? Es ist nicht so, dass Büromenschen immer nur auf dem Stuhl sitzen und sich nicht bewegen. Nee, nee, nee. Man muss auch mal zum Kopierer laufen. Nein, es ist schon so, dass man sich ja bewegt. Ja, ich verteile das auch so überall einfach, ne? Damit man keine Übergänge hat, sprich auch hinter meinen Ohren, weil wenn ich gleich einen Pferdeschwanz mache, möchte ich nicht, dass man hinter den Ohren weiß ist. Das ist immer so blöd. Und das Gute bei dem Produkt ist, du hast hier echt ein 3-in-1 Produkt fast schon. Du brauchst da keinen Primer, du brauchst keinen Puder nachher drüber. So, jetzt erstmal meine Hände hier abschmieren. Und das hat jetzt eigentlich auch gereicht, einfach um mir eine Basis zu geben. Das
macht das Ganze einfach mal ein bisschen frischer, vielleicht ein bisschen Farbe im Gesicht. Ja, ne? Ohne großartig viel Produkt zu verwenden zu müssen. So, genau. Dann werde ich jetzt alles, was mein Gesicht angeht, nur mit... Mein Handy klingelt. Nur mit diesem Pinsel aufgeben. Das ist von Karl Lagerfeld und Model Co. So ein abgeschrägter Pinsel, der ein bisschen fluffig und breiter vorne ist. Und damit trage ich sowohl Blush, Bronzer als auch Highlighter nacheinander auf. Ja, kann man so machen, finde ich. So, als erstes nehme ich hier aus der Glossy Box, hatte ich den, glaube ich, drin, den Sun Lounger So Susan Cosmetics Bronzer in der Farbe Solar Flare. Der ist echt niedlich, ne? Also, der hat sogar ein Spiegelchen mit drin. Der wirkt jetzt auch relativ dunkel, hat einen leichten Schimmer mit drin, aber auf der Haut sieht er echt toll aus, finde ich. Ich gehe da auch gerne ordentlich mit dem Pinsel rein und bronze dann einfach mein komplettes Gesicht. Ich gehe auch hier richtig in die Ohren rein. Wie gesagt, Übergänge sind Kacke. Das möchte man nicht so gerne haben. Und ja, verteile den einfach ganz entspannt im E in meinem Gesicht. Auch immer schön in den Haaransatz rein. Das kann ruhig wubbeln, weil ich ja nachher eh meine Haare mache. Und der wirkt auf dem Gesicht bei weitem nicht so dunkel, wie er im Fännchen wirkt. Und das finde ich eigentlich ganz charmant, weil das wäre mir sonst zu dunkel wahrscheinlich gewesen. Aber jetzt aufgetragen, finde ich den sehr angenehm und der verleiht einfach auch einen ganz, ganz leichten Glow. Und das mag ich. Ich kriege das nie so hin. Da muss ich vielleicht mal eine richtige Kontur benutzen, ne? Da habe ich ja auch von der lieben Mrs. X mal so eine Konturpalette bekommen, von der Kat Von D, dass ich hier so einen richtigen, ne, wisst ihr, was ich meine? Dass ich eine richtig krasse Kontur habe, aber ich weiß nicht, ich brauche das jetzt auch nicht unbedingt, muss nicht sein. Ja, hinterm Ohr natürlich auch wieder ordentlich bronzen, damit man halt da keine Übergänge hat, damit man auch da gebräunt aussieht, auch wenn es in Natur natürlich niemals so wäre, dass du hinter dem Ohr wirklich braun wirst. Ich finde, das ist immer eine von den Stellen, die einfach nicht braun werden. Ja. Ich finde auch, manchmal darf es einfach auch ein bisschen schneller gehen. Ich mag es durchaus, mir Zeit zu lassen, mir krasse Lidschattenlooks zu schminken und mich da einfach richtig auszutoben. Aber das mache ich dann auch wirklich nur, wenn ich die Zeit da auch richtig für habe, ne? Also jetzt, wenn ich halt von der Arbeit nach Hause komme und dann schon den nächsten Termin habe oder wie auch immer, dann möchte ich mich einfach im Prinzip nur mal eben kurz frisch machen, ein bisschen was ins Gesicht geben, ein bisschen anders aussehen als den ganzen Tag über, um da einfach so einen Kontrast für mich selber halt auch einfach zu schaffen. Ich mache das auch mal ganz gerne so. So nur für mich einfach, zum hübsch aussehen. Das mag man doch einfach. Das Ohr muss gebronzt werden. Das finde ich immer noch so merkwürdig, seine Ohren zu schminken. Aber gut, ich mache mir auch immer so ein bisschen Bronzer hier auf die Nase. Sagte sie und machte sich da voll den Haufen drauf. Dabei könnte man jetzt natürlich auch so einen richtigen Konturierpinsel nehmen und alles fein machen und wie auch immer. Habe ich aber keine Lust drauf, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Da bin ich relativ fertig und möchte einfach schnell, schnell, schnell und dann weiter. So, ja. Das wäre es dann auch mit dem Bronzer, finde ich. Dann gehe ich jetzt weiter zum Blush. Blush. Da habe ich von Seraphine Botanicals den Litchi and Gold Healthy Gold Glow. Boah. Litchi and Gold Healthy Glow Rose Gold Blush. Den finde ich total super von der Farbe her. Gefällt mir einfach richtig. Und ja, so sieht er aus. Der war auch mal in der Box mit drin. Und den gebe ich mir einfach auf die Wangen drauf. Der macht nicht nur, dass es alles ein bisschen rosa wird, sondern halt auch, dass du so einen leichten Glow bekommst. Und es gefällt mir einfach auch richtig gut, dass du noch so ein bisschen Frische ins Gesicht dir machst und zauberst und wie auch immer. Den kannst du auch ordentlich aufbauen, je nachdem, wie du es halt haben willst. Ich mag es gerne etwas mehr, ne? Es ist halt jetzt ein bisschen dezent heute, aber ja, es ist nur mal eben kurz. Ach komm, ein wenig mehr darf sein. Gönn dir, Claudi, gönn dir. Blasch, 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 blasch. Ich stehe drauf, Leute. Das muss einfach sein. Ja, und ihr seht auch, der glänzt auch ein bisschen und zaubert einfach auch ein schönes, frisches, natürliches Aussehen. Und das mag ich einfach. Gerade im Sommer, ich habe sie alle echt voll gekrümmelt, unfassbar. Gerade im Sommer, wenn man halt so ein bisschen, ja, schwitzt und so, ne? Gut. Dann habe ich hier von Becca den Opal Highlighter. Ja, der ist in so einem kleinen Pöttchen drin. Das war so eine Testgröße, die in so einem Set mit bei war. Und da muss ich vorsichtig mit umgehen, weil der mir schon so ein bisschen gebrochen ist. So sieht der auf jeden Fall aus.
Und ich finde den voll schön. Hat auch so einen kleinen Spiegel mit bei. Und auch hier gehe ich mit dem Pinsel, den ich auf meinem Tuch, was ich hier liegen habe, kurz ein bisschen sauber mache, einfach rein und trage mir den Highlighter auf. Das mache ich in dem Fall so, dass ich das hier gerade runterziehe und dann gerne auch nochmal so ein bisschen auf die Wangen. Einfach um die Wangen nochmal so ein bisschen glänzen zu lassen. Das mag ich einfach. Man hat dann durch den... Also im Prinzip habe ich ja nur Glow-Produkte verwendet und da stehe ich einfach zurzeit so drauf. Ne? Der Sommer steht für mich auch grundsätzlich für Glow, für Strahlen, Strahlen mit der Sonne um die Wette, so halt, ne, ganz, ja. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man halt wirklich für alle Face, Tint, wie auch immer, Produkte das gleiche Pinselding benutzt. Warum nicht? Dieser Opal Highlighter hat übrigens auch so einen leichten Goldschimmer mit drin. Was jetzt halt auch im Sommer ganz gut passt. So, Nase. Das darf man natürlich nicht vergessen, ne? Nase und Nase hoch. Und ich hatte diesen Look auch geschminkt bei meinem Glossybox-Unboxing. Und da hat mich auch ein paar gefragt, Mensch, Claudi, was hast du eigentlich auf dem Gesicht? Ja, und das wollte ich jetzt einfach mal nachschminken und euch zeigen, weil ich hatte gestern das Glossybox-Unboxing gedreht und da halt nicht vorher den Look gefilmt, weil ich dachte, naja, es ist jetzt hier so ein ganz langweiliger Alltagslook, ne? Es ist nichts Aufregendes. Aber gut, Alltagslooks sind halt eigentlich auch die Looks, die man ja am meisten trägt, ne? Aber gut, so, das habe ich. Dann kann ich mir mal eben auch die Augenbrauen highlighten, die werden gleich auch noch gemacht, aber da kann ich ja schon mal das Highlight setzen. Erstmal so weit, so gut. Dann mache ich mir tatsächlich Lidschatten drauf. Und da habe ich jetzt keine Palette, da habe ich zwei flüssige Produkte, die ich verwende. Das war in der Box mit drin, das habe ich von der Mrs. X. Einmal von Absolute New York Pure Metal Veil Fluid Eyeshadow. Und ja, das ist so ein kupferfarbener. Ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist, steht das drauf? AMV03 Copper Glitz. Genau, und dann von Tamtam auch ein Liquid Eyeshadow in der Farbe Lara. Ich mache mir jetzt tatsächlich erst den dunkleren Ton drauf. Nehme mir dafür den Spiegel von der lieben Jana. Der kommt raus mit so einem ganz ja, entspannten Applikatorfüßchen. Streife ich ein bisschen ab und dann gebe ich mir das einfach hier ins äußere V auf. Das kann man ruhig ein bisschen messy machen, das ist nicht schlimm. Weil ich das ja nachher mit meinen Fingern verblende. Und das verblende ich mir zum einen hier auf der einen Hälfte, also auf der äußeren Hälfte von dem Lid, als auch quasi in meine Crease. Könnte ich auch alles mit einem Pinsel machen, wenn ich lustig wäre. Möchte ich aber nicht. Das mache ich einfach mit dem Finger, weil es einfach schneller geht. So. Und wenn ich finde, dass ich da noch mehr haben könnte, mache ich mir einfach noch einen Tupfer hin. Es ist einfach irgendwie ein bisschen was auf dem Auge, was halt auch den ganzen Abend dort bleiben wird und nicht verrutschen wird, weil das halt echt gut ist von der Farbe her. Also das nicht von der Farbe her, von dem Produkt her. Habe ich schon ein paar Mal getestet, hat mir sehr gut gefallen. Jo, ne? Es ist einfach dann so ein bisschen dunklere Farbe, die man jetzt auf dem Lid hat. Und das finde ich einfach schick. Ich mag das leiden. So, dann nehme ich mir den helleren Ton, also den Ton Lara. Und auch der kommt mit so einem Füßchen, wie so ein Lipgloss raus. Und den gebe ich mir auf mein bewegliches Lid und tupfe das mit meinem Finger ein. Ziehe ich mir auch so ein bisschen in den Innenwinkel. Und tupfe das einfach. Ne? Auch das kein Mega-Effekt, aber man hat was auf dem Auge und es schimmert halt den Abend über so ein bisschen. Ja, das ist auch eine Farbe, die kann man, wenn man möchte, halt auch aufbauen. Das werde ich jetzt auch... Nö, das werde ich nicht tun. Das finde ich eigentlich so ganz in Ordnung. Und ja, jetzt hat man so einen ganz dezenten Lidschatten-Look quasi. So, als nächstes mache ich mir erstmal die Augenbrauen. Dafür habe ich hier von Catrice den Eyebrow Designer in der Farbe Date with Ashton. Und den mache ich mir wirklich ganz dezent nur drauf. Also ich betone meine Augenbrauen jetzt nicht zu extrem. Ich sorge einfach nur dafür, dass ich so ein bisschen meine Augenbrauen natürlich nachziehe und einfach, dass welche da sind. Das muss ich mal kurz durchbürsten. So. So,
So, die Augenbrauen sitzen und sind einfach ganz natürlich nachgezogen, nichts Wildes. Ne, das gibt einfach dem Auge dann noch so ein bisschen mehr Kontur und ja, das finde ich schön. Genau, dann nehme ich mir hier von Catrice den Allround Beautifying Concealer Eye Lip Pencil. Ja, den nehme ich jetzt einfach für meine Wasserlinie, für meine untere Wasserlinie. Der ist in der Farbe 010 Beautifying Porcelain. Das ist einfach so ein Stift, den man auch so anspitzen kann und den gebe ich mir jetzt in meine untere Wasserlinie. Das Ding bei diesem Stift ist einfach, dass er so weich ist, dass er sich tatsächlich auch irgendwann nach oben hin abstempelt. Also muss ich da gar nicht irgendwie oben irgendwas machen, weil wenn ich jetzt anfange und oben mir auch ein Kajal setze, vielleicht noch einen schwarzen, wird nachher alles einfach nur noch grau. Und das ist doof. Das möchte ich nicht. Genau. Deswegen kommt er einfach unten in die Wasserlinie rein. Und ich finde es schöner, den zu nehmen als einen weißen, weil du so halt noch so ein bisschen das Natürliche hast. Das mag ich auch ganz gerne. Als nächstes ziehe ich mir einen Eyeliner. Dann nehme ich den von Trend It Up, den Ultraschein Eyeliner Pen in Waterproof. Und der kommt jetzt einfach als Eyeliner drauf. Hier ist ein Filz Eyeliner mit einer feinen Spitze. Joa. Ne, habe ich mir einfach einen Eyeliner gezogen, nichts Wildes, nicht mit Wing oder so, einfach nur Eyeliner haben. Dann ziehe ich mir jetzt nochmal einmal kurz ein bisschen Mascara nach. Ich mache mir ein bisschen Mascara drauf. Das ist jetzt hier eine von Rituals, die Miracle 3-in-1 Mascara. Das ist eigentlich egal, welche ich dann nehme. Hauptsache, die hat irgendwie ein Gummibürstchen, weil dadurch dann die Wimpern halt nicht weiter verklumpen können. Jetzt ist es ja einfach nur so, dass ich verschiedene pudrige Texturen ja auf mein Gesicht gegeben habe und jetzt einfach nur dieses Puder von meinen Wimpern runterkriegen möchte und einfach nochmal die Wimpern ein bisschen betonen möchte, weil ich das mag. Weil ich finde, vor allem im Laufe des Tages geht mein unterer Wimpernkranz einfach quasi verloren, weil ich mir auch leider, leider sehr oft ins Gesicht fasse und daran rumfuddel und ja. Und das ist halt auch, wie ich mich fertig mache, wenn ich jetzt einen Mädelsabend habe oder sonst noch irgendwie einen Termin in der Woche und ja, einfach so einen schnellen Look mal zwischendurch nochmal nachziehen möchte. Ja, dann korrigiere ich noch die ein oder andere Stelle. Zum Beispiel hier hatte ich so ein bisschen noch was runtergezogen von dem, flüssigen Lidschatten, den ich verblendet habe. Und ja, so. Soweit, so gut. Jetzt kommt das Fixing Spray, dann nehme ich das von 183 Days by Trend It Up, das Fix in Summer Glow Finish Spray, dieser süße Hase. So, und als letztes kommt noch ein bisschen, als vorletztes, kommt noch was auf die Lippen und zwar von Avon True, das Nourishing Lip Oil. Ja, das Lippenöl, da hatten mich auch einige nachgefragt, was ich auf den Lippen habe. Bei meinem Glossybox Unboxing, das war das hier. Das ist einfach so ein, ja, witziges Füßchen und das ist ein Lippenöl. Das heißt, das wird auch mit der Zeit einziehen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich trage keine Jeans. Dann kommt sowieso das Lippenöl mit rein und auch die Mascara kommt in meine Hosentasche. Die zwei Produkte habe ich dann immer mit mir mit. So, und als letztes nehme ich mir noch ein Parfüm, da habe ich hier von Rituals das Fleur de l'Himalaya und ja, das trage ich auf, das bin ich nämlich aktuell am Aufbrauchen. So, dann versuche ich mir nochmal eben einen Zopf zu machen und bin gleich wieder da. Okay, wow, diese Frisur zu machen hat ungefähr genauso lange gedauert, wie mich gerade zu schminken. Ich habe mir einfach einen Zopf gemacht und ja, diesen Zopf dann auch gerade mal geflochten, weil ich mir gedacht habe, meine Haare werden mir sonst tierisch auf die Nerven gehen. Und ja, Leute, das ist jetzt mein fertiger Afterwork-Summer-Party-Look. Also ja, ich weiß nicht, mir gefällt's, ich finde es ganz angenehm und ja, ne, sonst würde ich ja auch nicht so rausgehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!